Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade ein anderes Video für euch gedreht und ich dachte mir, ach, irgendwie bin ich so in Plauderlaune. Es ist gerade so schön gemütlich. Ich stelle euch mal, mache euch mal die Fragefunktion ab bei Instagram. Ihr könnt ein paar Fragen stellen und ja, vielleicht macht euch das sehr Spaß. Dann können wir regelmäßig mal wieder so ein Q&A machen, so ein Ask Resi. Ask Resi ist auch voll so, boah, das ist überhaupt nicht eingängig. Sagt es mal, Ask Resi, das float überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich nenne es trotzdem so, weil es Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. Frag Resi. Einfach vielleicht auf Deutsch auch? Ne, ist keine Option, ne? Auf Deutsch ist keine Option. Wir sind bei YouTube. Da muss es auch cool klingen. Also, auf jeden Fall so einfach eine Frage-Antwort-Runde. Und ich habe euch auch gesagt, stellt Fragen zu jeglichem Thema. Total egal. Interessiert euch was zum Thema Baby, zum Thema Ernährung oder auch Befindlichkeiten, Probleme, die ihr irgendwie habt. Vielleicht kann ich ja da auch irgendwie was halbwegs Schlaues dazu sagen. Ich habe hier meinen leckeren Rooibos-Tee. Vielleicht holst du dir auch was Schönes zu trinken. Und dann legen wir los. Ich gehe jetzt gleich mal in die Fragen rein. So, wir beginnen mal mit einer Frage. Die finde ich eigentlich ganz gut. Hast du Tipps, wie man sein Urvertrauen stärken kann? Wow, gleich so ein Knaller zum Einstieg, ne? Ja, das Urvertrauen, das sollte ja eigentlich schon als Kind, als Baby gestärkt werden, aber leider haben das viele von uns nicht erlebt. Ich habe das auch nicht erlebt und ja, hatte da lange, lange mit zu kämpfen. Das ist einfach, ne, wenn das in der Kindheit nicht passiert, dann man dieses Urvertrauen nicht hat, dann ja, können sich daraus diverse Probleme im Leben entwickeln, es können sich sogar Angsterkrankungen und so weiter entwickeln. Das Urvertrauen stärken, es ist ganz schwer. Also ich habe da viel auch Arbeit mit dem inneren Kind gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Habe ich das Buch? Ich habe es bestimmt hier irgendwo. Hier. Das kennen wahrscheinlich die meisten, ne? Ich kann das mal unten in der Infobox verlinken von der Stephanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das haben, glaube ich, ja, die meisten schon mal gehört, viele auch gelesen. Ich finde, es ist wirklich ein tolles Buch, generell die Arbeit mit dem inneren Kind. Das Urvertrauen, was man nicht bekommen hat als Kind, was das innere Kind nicht bekommen hat, als Erwachsener quasi nachholen. Es gibt so ein Zitat von Erich Kästner, ist es, glaube ich, das heißt, es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit zu haben. Und das finde ich total schön, auch als Erwachsener sich selbst, nicht seine Ängste, wir sind ja oft versucht, wenn wir Ängste haben, dass wir die wegdrücken. Ne? Wir wollen das nicht haben, negative Gefühle, Ängste, das wollen wir nicht. Aber die Angst ist ein Symptom und die wird sich immer zeigen und die wird sich immer irgendwo ihren Weg suchen. Und in dem Moment, wo du sie unterdrückst, sagst du deinem Körper, deine Gefühle sind falsch und machst alles nur noch schlimmer. Also das wäre der erste Schritt, deine Ängste zuzulassen und einfach zu akzeptieren, dass du diese Ängste, diese Urängste hast. Und ja, dann kann man das wirklich üben, wieder Vertrauen in sich selbst, in das Leben zu bekommen. Zum Beispiel, das mache ich oft auch mit meinen Klientinnen, eine Erfolgsliste schreiben. Was habe ich in meinem Leben für schwierige Situationen gemeistert? Sich das immer wieder bewusst zu machen, wieder eine Affirmation. Das alles habe ich schon geschafft. Ich werde auch noch mehr schaffen. Und sich immer wieder selbst mit Liebe und Empathie und Fürsorge begegnen. Ne? Dieses innere Kind in dir, das haben wir ja alle, das ist immer noch da und oftmals sind Ängste, die wir heute haben, sind alte Ängste aus unserer Kindheit. In dem Moment, wo wir das erkennen, dass es gar keine aktuelle Angst ist, sondern dass es ein Bedürfnis ist, was vielleicht früher nicht befriedigt wurde, macht es uns das leichter, da uns selbst mit mehr Liebe und Empathie zu begegnen. Also das, finde ich, hilft sehr, sehr gut. Dann schreibt ihr hier mit, habt ihr schon Babynamen und habt ihr da einen ähnlichen Geschmack? Wir haben schon ein paar Ideen für Babynamen, ja, und wir haben zum Glück einen ähnlichen Geschmack, mein Mann und ich. Also wir sind uns da, ja, es gibt natürlich immer Sachen, wo er sagt, oh, finde ich nicht so toll, oder wo ich sage, finde ich nicht so toll, aber insgesamt haben wir einen ähnlichen Geschmack. Ich finde das Thema Babynamen super schwer, denn es ist ein schmaler Grat, finde ich, zwischen, es ist ein besonderer Name, so heißen dann später in der Grundschule nicht noch 5 andere Kinder, und es klingt ein bisschen albern. Also ich finde dann oft, wenn so Namen so gezwungen extravagant sind und dann auch überhaupt nicht mit dem Nachnamen zusammenpassen, dann ist es irgendwie, also das gefällt mir dann gar nicht, das finde ich dann ein bisschen komisch. Und man will aber ja trotzdem auch irgendwie einen besonderen Namen. Also es ist wirklich gar nicht so einfach. Mir ist es super wichtig, dass der Name zum Nachnamen passt und mein Mann auch. Und wir haben einen sehr niederländisch klingenden Nachnamen. Deshalb wird es wahrscheinlich auch ein niederländischer Vorname werden. Und ja, wir wissen ja noch nicht, was es wird, ob Junge oder ob Mädchen. Ich finde,
Mädchennamen sind einfacher. Also ich hätte für Mädchen deutlich mehr Optionen als für einen Jungen. Aber jetzt schauen wir mal, was es wird. Und wir haben jetzt gesagt, wir warten jetzt erstmal, bis wir das Geschlecht wissen. Und dann werden wir uns noch intensiver mit dem Namensthema beschäftigen. Wie motivierst du dich immer für den Sport, deine Workouts? Ich habe ja auch schon oft beantwortet, diese Frage. Bekomme, seit ich, glaube ich, YouTube-Videos mache und auch in jedem Coaching, das ich gebe, bekomme ich die Frage nach der Motivation. Resi, woher kommt deine Motivation? Viele Leute denken, Motivation, die kommt dann einfach, ne? Da wartet man, klopft dir an der Tür und dann ist sie da. Und wenn jemand einfach motiviert ist, sich gesund zu ernähren und Sport zu machen, dann hat er einfach Glück. Und ich habe das heute nicht, deshalb kann man da nichts machen. So ist es nicht. Also tatsächlich, ich sage immer, ich brauche keine Motivation. Motivation spielt in meinem Leben überhaupt keine Rolle, denn Motivation kommt von Aktion. Das kennt vielleicht jeder, wenn du mal ein paar Tage ein bisschen rumgammelst, es wird immer schlimmer, man wird immer unmotivierter und immer weniger Lust hat man auf irgendwas. Wenn man sich dann mal aufrafft und man fängt mal irgendwo an, es ist total egal meistens, wo man anfängt, fang mal an, die Spülmaschine auszuräumen oder morgens aufzustehen und eine Runde spazieren zu gehen, da fängt der Tag schon ganz anders an. Also letztendlich Motivation, nicht auf der Couch sitzen und warten, dass sie an der Tür klopft, sondern wirklich losgehen, machen, nicht drüber nachdenken. Ja, und ihr wisst natürlich auch klar, durch meine intuitive Lebensweise bei der intuitiven Ernährung ist es ja nicht so, dass man sagt, ich muss mich gesund ernähren, um den und den Körper zu haben, ich muss den und den Sport machen, sondern das Wohlbefinden steht an erster Stelle. Und für mich ist ein Leben ohne Sport ist ein Leben ohne Wohlbefinden. Ja, also für mich gehört das einfach dazu. Wenn man das gewohnt ist, dauerhaft sich jeden Tag körperlich zu betätigen, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ich kenne ja auch die andere Seite mit 50 Kilo mehr, wobei jetzt aktuell sind es nicht mehr 50 Kilo mehr, aber 50 Kilo mal abgenommen und in der Zeit ja mit diesem Übergewicht und schlechter Ernährung und so. Man fühlt sich insgesamt träge und ich habe auch einfach so berufliche Ziele und diese ganzen Sachen, das habe ich erst erreichen können, nicht weil ich dann plötzlich schlank war, sondern weil ich in einem anderen Mindset war und es ist immer dieses Mindset, ach, ich muss Sport machen. Nein, du darfst Sport machen, du darfst dem Körper was Gutes tun. Versuche das zu genießen, versuche eine Bewegung zu finden, die dir Spaß macht und feiere das. Ja, mach was Schönes draus, mach ein Workout, das dir Spaß macht. Ich liebe so Tanzworkouts oder Barre oder so. Es tut einfach gut, es macht einfach total viel Freude und nicht da sitzen und warten, überlegen, ob du motiviert bist. Aufstehen, machen, gar nicht großartig drüber nachdenken und Routine. Ich schreibe auch in meinem Buch, das haben wahrscheinlich die meisten von euch kennen das schon, Intuitiv die Anti-Diät, auch zum Thema intuitive Ernährung bekomme ich immer viele Fragen. Da beschreibe ich da auch ganz viel, wie das funktioniert. Da gibt es ein eigenes Kapitel, Gewohnheiten ändern. Denn letztendlich ist es nichts anderes. Es sind Gewohnheiten und ja, kannst du dir so vorstellen in unserem Gehirn, wenn eine Gewohnheit drin ist, das ist eine breit befahrene Autobahn, die ist gut ausgefahren und gut ausgebaut und eine neue Gewohnheit, die ist noch gar nicht da und die wird dann von einem kleinen Trampelpfad zu einem Feldweg, zu einer Straße und je öfter du die gehst, je öfter du da drüber fährst, umso normaler und umso, ja, mehr integriert sich das in deinen Alltag und umso selbstverständlicher wird es für dich. Dann fragt jemand, was hast du schon fürs Baby gekauft? Wow, das habe ich euch neulich schon erzählt, es hat sich seitdem nichts geändert. Nichts, Leute. Absolut gar nichts haben wir bisher fürs Baby gekauft. Wir sind richtig krasse Rabeneltern, ne? Mein Mann hat neulich schon gesagt, so jetzt kriege ich schon langsam schlechtes Gewissen, weil wir noch gar nichts fürs Baby gekauft haben. Ich war bei H&M und habe mir so Umstandshosen gekauft und die sind in der Babyabteilung. Da fand ich dann auch total süß, so diese ganzen Strampler und diese Sachen. Aber ich dachte mir, nee, warum? Also es sagt auch wirklich jeder, der ein Kind hat, es macht keinen Sinn, so früh Sachen zu kaufen. Die haben neulich schon gesagt, wir werden auch nicht viel kaufen fürs Baby, weil das Baby braucht nicht viel. Ne? Das Baby wird wahrscheinlich bei uns im Bett schlafen oder im Beistellbettchen. Es bekommt eine kleine Kommode, kommen ein paar Klamöttchen rein und einen Wickelaussatz und das war's. Mehr braucht das Baby nicht. Das ist ein Säugling, das braucht keine Spielsachen, diese ganzen Sachen. Ich finde das einfach unnötig. Immer so mega viel, so Kaufrausch, Konsum, kaufen, kaufen, kaufen. Erstens liegt es ja jetzt noch rum, weil das Baby ist ja jetzt noch nicht da. Und ein Tipp, den ich auch neulich aus einem YouTube-Video entnommen habe, das finde ich auch sehr gut.
so lang wie möglich mit Klamotten warten, weil dann kann man zum Ende der Schwangerschaft im Ultraschall sehen, wie groß das Baby wahrscheinlich sein wird. Und ja, nicht, dass man die Klamotten irgendwie viel zu klein oder zu groß kauft, kann man nichts damit anfangen. Also wir haben noch nichts gekauft und wir haben auch ehrlich gesagt nicht vor, so bald was zu kaufen. Also wir werden ziemlich bis kurz vor knapp warten, bis wir dann die Sachen holen, die wir dann auch wirklich brauchen. Gibt es Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung bei sehr unreiner Haut? Die gibt es absolut. Ich habe es ja schon öfter mal gesagt, ne? Also für Haut und Haare, Leute, ich schwöre auf das Kurkuma-Gerstengras. Ich verlinke dir mal ein Video am Ende von dem Video. Oder ich mache es hier oben auf die Wurzeln, das hier oder hier ist so ein I. Genau, da verlinke ich es. Da geht es ums Thema Säure-Basen-Haushalt. Da rede ich auch über das Kurkuma-Gerstengras und Säure-Basen-Haushalt. Es hat auch ganz viel damit zu tun mit der Haut, mit unreiner Haut und Zink. Auf jeden Fall für die Haut würde ich wirklich empfehlen. Zink und Kurkuma-Gerstengras. Gerade das Kurkuma ist super gut für Entzündungen. Wir haben alle Entzündungsherde im Körper, gerade auch so, ne, so eine Akne oder so, ist ja auch so eine unterirdische Entzündung. Ist auf jeden Fall was man mal ausprobieren kann, was aber dauert. Ne? Das nimmst du jetzt nicht zweimal und dann geht es weg, das dauert. Und ja, das Thema unreine Haut ist auch ein ganz komplexes Thema. Ne? Das kann auch hormonell bedingt sein, vielleicht auch da auf Nahrungsergänzungsmittel gehen, die ein bisschen deinen Zyklus stabilisieren. Vielleicht hast du da irgendwelche Dysbalancen, dann könnte zum Beispiel auch der Mönchspfeffer dir weiterhelfen. Also das Thema Haut ist ein ganz komplexes und es ist auch normal, dass wir phasenweise im Leben mal schlechte Haut haben. Das muss man auch dazu sagen. Das gehört dazu. Aber das sind so die Sachen, die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wie waren die Anfänge der intuitiven Ernährung bei dir? Also wie hast du gestartet? Genau, da schreibe ich ja auch, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da für alle, die wirklich das Thema intuitive Ernährung interessiert, in meinem Buch geht es um nichts anderes. Geht um Achtsamkeit, intuitive Ernährung und so weiter. Ich habe das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, dieser Lifestyle, den ich führe, ist irgendwie nicht so der richtige für mich. Ich hatte eine chronische Schwindelerkrankung, ich hatte ständig Schwindel und wusste nicht, wo es herkommt. Keiner konnte mir helfen, kein Arzt konnte mir helfen. Ich dachte, ich bin irgendwie unheilbar krank, es war alles irgendwie total schlimm. Und da habe ich zum ersten Mal so drüber nachgedacht, ja, was will mein Körper mir denn jetzt eigentlich sagen? Ne? Letztendlich kam es dann tatsächlich durch Knirschen, Verspannungen, innere Anspannung. Als ich angefangen habe, das aufzulösen, ist auch der Schwindel weggegangen. Und ja, da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, mein Körper gibt mir Warnsignale. Dieses ständige, ja, schon, ich war ja schon im Untergewicht. Ne? Ich war ständig nur Diät gemacht, Kalorien gezählt, exzessiv Sport gemacht, mein ganzes Leben nur auf diese ganzen Sachen fokussiert. Und da habe ich zum ersten Mal dann gemerkt, ja, durch diese Schwindelerkrankung, wenn man merkt ja erst, was man hat, wenn man es verliert plötzlich, das ist ja leider oft so, und dachte mir immer so, oh, wenn ich nur mein Leben von vorher zurückhaben könnte, dann würde ich mein Leben viel mehr genießen und nicht immer so, ja, es mir selbst zu schwer machen. Das war der erste Schritt. Der nächste Schritt war dann tatsächlich meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, weil man einfach in der Ausbildung so wahnsinnig viel lernt. Für mich war immer nur Ernährung war, also gesunde Ernährung war für mich eine kalorienreduzierte, kalorienarme Ernährung. Und für mich war nur das Ziel, es ging immer nur darum, schlank zu sein. Alles andere, Gesundheit, so hat mich nicht interessiert, wollte einfach nur schlank sein. Ich habe geraucht zu der Zeit, Hauptsache ich war irgendwie schlank und habe in meine Größe 34 Jeans gepasst. Alles andere hat mich nicht interessiert. Und durch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin habe ich dann auf einmal gemerkt, es gibt ja noch ganz andere Sachen, als ich war. Für mich war das so mindblowing, zu lernen, sodass sogar Krankheiten geheilt werden können durch bestimmte Ernährungsformen. Dass man Krankheiten vorbeugen kann durch Ernährung. Und das war für mich so, wow, okay, es gibt auch noch diese andere Welt. Und das war tatsächlich auch für mich so eine Zeit, wo ich zum ersten Mal, ich möchte nicht sagen, nee, einen Kinderwunsch hatte ich noch nicht, aber wo ich zum ersten Mal so über dieses Thema nachgedacht habe. Und zum ersten Mal gedacht habe, ist denn Schminken, Haare kämmen, Abnehmen und Kalorien zählen wirklich alles, was ich mit meinem Leben anfangen möchte? Oder gibt es da vielleicht noch irgendwas anderes? Also ich habe zum ersten Mal so ein bisschen so nach einem tieferen Sinn im Leben gesucht und habe das dann ja auch in meinem neuen Job gefunden, meine Arbeit gefunden. Aber da zum ersten Mal dann so gedacht, so, will ich vielleicht doch irgendwann Kinder haben? Wo ich davor immer so total anti und negativ war und ja, das war so ein bisschen tatsächlich diese Schwindelerkrankung der Wendepunkt in meinem Leben für viele Sachen. Und heute bin ich meinem Körper sehr dankbar für dieses Signal, weil so wäre es, glaube ich, auch, das war schon kurz vor Essstörungen. Vielleicht war ich sogar schon, ich war schon sehr in diesem Essstörungs-Mindset und bin da gerade noch so
haarscharf rausgekommen und bin da sehr, sehr froh und dankbar drüber. Dann fragt noch jemand nach Tipps für das Immunsystem. Ich habe ein ganzes Video zum Thema Immunsystem gemacht. Das verlinke ich dir auch mal hier oder hier auf dem kleinen i. Schau, ich weiß immer nicht, wo das reinkommt bei YouTube. Aber genau, da kannst du drauf gehen. Und das ist ja aktuell gerade ein sehr wichtiges Thema. Aber ja, da erzähle ich drüber. Denn es gibt ja die eine Seite, das Körperliche und das, was man ja an Nahrung zu sich nimmt, Nahrungsergänzung. Aber für mich ist diese psychische Ebene viel, viel wichtiger. Denn gerade Stress, Angst und diese Sachen sind Gift fürs Immunsystem und die machen uns wirklich langfristig krank und ganz, ganz wichtig, ja, darauf zu achten. Aber das erkläre ich alles in dem Video. Oh, dann haben wir noch eine Frage hier. Wie schafft man es, glücklich und zufrieden mit seinem Leben zu sein und dankbar? Ja, Dankbarkeit ist, würde ich sagen, die Grundlage für ein glückliches und zufriedenes Leben. Denn die meisten Leute sind unglücklich, weil sie immer denken, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Die anderen Leute haben mehr. Durch Social Media, ich gehe da durch und sehe, alle sind auf Bali und ich sitze hier zu Hause. Mein Leben ist langweilig. Und sehe dabei vielleicht gar nicht, dass ich irgendwie ein total schönes Leben habe mit meinem Mann, meinen Kindern, meinem Haus oder was auch immer ich habe. Mein Job, meinem Hund, meiner Katze, was auch immer. So, jetzt ist mein Mann gerade nach Hause gekommen. Jetzt musste ich kurz unterbrechen, aber ich möchte die Frage noch gerne fertig beantworten. Ja, das ist ein großer, also sagen wir es mal so andersrum, ein Garant dafür, wie du unglücklich wirst, ist, wenn du dich vergleichst. Wenn du dein Leben vergleichst, deinen Körper vergleichst mit anderen, da wirst du immer schlechter abschneiden, weil andere Leute ja auch gerade nach außen hin oder bei Social Media ja immer nur die positiven Seiten zeigen. Und dann entsteht schnell der Eindruck, ja, die anderen, die haben ein Auto, ein schickes, ein Urlaub, ein Partner, Kinder, Erfolg, die haben ja alles. Aber das ist ja alles nicht ein und dieselbe Person, ne? Du siehst halt diese ganze Flut an Sachen, an Informationen. Und vielleicht hat der eine das Auto und der andere hat den Partner, wie auch immer. Deshalb ganz, ganz wichtig, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ja ein Teil von der Achtsamkeitspraxis. Und wie der Name schon sagt, Praxis, praktizieren. Das ist wie mit der Motivation nicht warten, dass das vom Himmel fällt und zu dir kommt, sondern wirklich jeden Tag bewusst hinsetzen und sagen, wofür bin ich heute dankbar? Was ist Schönes in meinem Leben? Und schreib es dir auf zum Beispiel. Das können kleine Sachen sein. Also ich glaube, das Geheimnis für ein glückliches Leben ist wirklich, die schönen Sachen sehen zu können, die kleinen Sachen. Ja, weil viele Leute, die sind immer so, ja, ich habe ja nichts Schönes, weil ich kein Porsche vor der Tür stehen habe. Aber vielleicht hast du 1000 Kleinigkeiten. Also Freude finden in kleinen Dingen. Nicht immer den Fokus auf den Mangel richten, sondern auf die Fülle. Immer zu schauen, was habe ich und nicht, was fehlt mir oder was haben andere vermeintlich besser. Freude finden in Kleinigkeiten. Ne? Eine schöne Tasse Kaffee trinken morgens, Sonnenuntergang anschauen. Irgendwie solche Sachen. Muss nichts Materielles sein, es muss nichts Teures sein, es muss nicht Großes sein. Gesundheit. Gesundheit ist so ein hohes Gut, wofür man jeden Tag dankbar sein kann. Und selbst wenn man gerade nicht gesund ist, dann finden sich andere Bereiche im Leben, für die man dankbar sein kann. Also das ist wirklich was, was man sich immer wieder bewusst machen muss. Das kommt nicht einfach so. Das ist tatsächlich, ja, was, woran man arbeiten muss. Glück ist nicht einfach so da. Das ist tatsächlich auch harte Arbeit und es ist eine bewusste Entscheidung auch, glücklich zu sein. Das muss man auch sagen. Also da bin ich auch davon überzeugt, wenn man sich entscheidet, glücklich zu sein, dann kann man das auch sein. Und auch wenn die Umstände widrig sind, man kann nicht immer 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag glücklich sein, weil manchmal passieren einfach Sachen, die sind alles andere als schön. Aber die Bereitschaft, wieder sich zu öffnen und wieder schöne Dinge zuzulassen und sehen zu können, das kommt aus uns selbst raus. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich dann doch einige Fragen beantwortet und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, das Video. Schreibt es mir einfach mal, ob ihr da Lust drauf habt, dann können wir das ja regelmäßig machen. Und ja, wenn ihr Fragen habt fürs nächste Video, könnt ihr das ja auch schon mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich die ein bisschen sammeln. Das waren jetzt nur die Instagram-Fragen, aber ich nehme natürlich auch gerne hier von YouTube auch Fragen mit fürs nächste Mal. Viele haben ja kein Instagram und da sollt ihr ja auch nicht zu kurz kommen mit euren Fragen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.